Servus, grüezi und hallo, liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, heute schauen wir uns eine stehende Maschine an. Holt euch einen Kaffee, macht es euch gemütlich. Es gibt was Neues. Ja, und wie ihr dem Katalog schon entnehmen könnt, geht es heute um eine stehende Dampfmaschine. Aber es geht nicht um diese hier. Das ist eine Fleischmann. Und zwar eine der seltensten überhaupt, weil die war nämlich ziemlich unbeliebt und entsprechend wenig vertrieben worden. Aber sie soll lediglich mal den Größenvergleich zeigen. Denn es geht eigentlich um die 4122. Und da haben wir hier die 7,5-Kessel-Ausführung. Aus den 30ern müsste die sein, also so zwischen 1923 und 1930 gebaut. Die ist wiederum eine der beliebtesten Dampfmaschinen. Warum? Weil sie eine komplette Ausstattung hat mit Speisepumpe, Absperrhahn, doppelwirkendem Zylinder, Fliehkraftregler. Und das alles in so einer kompakten Maschine, das macht diese Maschine total interessant und so beliebt. Und genau bei dieser Baureihe bleiben wir. Aber jetzt muss ich ein bisschen zurückgeben. Wir kommen zur 4122 Nummer 11. Ja, und ich fand, das ist doch mal ein toller Größenvergleich, hier die drei Orgelpfeifen nebeneinander stehen zu haben. Ja, die Baureihe der 4122 ist ähnlich wie bei der 4158 eine extrem lange Bauzeit. Und zwar wurde angefangen 1909 das Modell 4122 anzubieten. Die Bauzeit erstreckte sich bis in die 30er Jahre hinein mit kleineren Modifikationen und Abänderungen. So können wir hier sehen, bei der letzten Ausführungsvariante, dass wir hier einen Fliehkraftregler haben und eine Speisewasserpumpe. Und das Ruchot hat dieses berühmte Riffelblech. Bei dieser Version hier handelt es sich um ein Stück aus den 20er Jahren. Circa 1922, ist aber in der Form auch schon ab 1912 gebaut worden. Charakteristisch dafür ist, dass wir keinen Fliehkraftregler haben und ein glatt blau patiniertes Ruchot. Die älteren Versionen haben hier noch die kleinen Mannequins drin, was auch super schön aussieht. Und die sind dann bis ja, 1910, 1912 sind die so angeboten worden. Aber auch diese Version verfügt über eine Speisewasserpumpe, einen doppelwirkenden Zylinder für beide Drehrichtungen, ja, ein Absperrhahn, eine Dampfpfeife und ein Manometer. Natürlich darf bei der Version natürlich auch nicht die Wasserstandsanzeige mit Ablasshahn fehlen. Mal abgesehen von den Abmaßen bei der Nummer 11 mit einer 18 auf 18 cm großen gusseisernen Sockel, der wirklich massiv und schwer ist, hat sie ein 12er Schwungrad mit drei Schnurlaufrillen, eins davon auf dem Schwungrad. Das Manometer selbst hat auch noch das alte Märklin-Logo drauf. Hier sehen wir es GM und Co. Ansonsten verfügt sie über einen Flammrohrkessel mit Siederöhrchen. Hier sehen wir auch nochmal die Prägung. 11er Kessel, Württemberg. Interessant ist natürlich die riesengroße Feuertür aus Guss mit der großen Vergaserlampe. Ja, nicht nur die 3,5 cm Kesselumfang, die sie mehr hat, machen den Unterschied, sondern sie ist sage und schreibe 52 cm hoch. Damit 12 cm höher als die 7,5 Version und gehört damit auch in die Kategorie der großen stehenden Dampfmaschinen und ist die Top-Version der Baureihe 4122. Ja, zur 7,5
habe ich ja ganz früher mal, als ich angefangen habe, Videos für euch zu erstellen, ein Video gemacht, wie ich sie damals restauriert habe. Und ja, auch inklusive meinem Fauxpas, denn damals habe ich mir hier oben eine schöne Beule reingedrückt. Aber ansonsten läuft die Maschine wunderschön. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt eine Elva-Maschine mal haben. Und ja, ich glaube, ich habe euch schon genug wieder erzählt zu der Maschine. Ich würde vorschlagen, wir heizen jetzt mal den Spiritusbrenner an und dann hören wir uns mal an, warum diese Maschine so begehrenswert ist. Ja, weil natürlich dieser Kessel jede Menge Dampfleistung bietet, wurde auch Sets angeboten, in denen die Maschine als Kraftanlage zusammen montiert mit dem Schaltbrett 3632 und Dynamo sowie einer Lampe angeboten wurde. Das finde ich funktioniert super mit dieser Maschine, weshalb ich mich entschlossen habe, hier eine kleine Auswahl verschiedener Dynamos und der Schaltbrettanlage euch heute im Dampflauf vorzuführen und auch den kleinen Kamerad hier. Das ist nämlich der Fallhammer von Bing und den werden wir uns auch mal anschauen im Dampflauf. Viel Spaß!